Finale in Fernwald. Es ist das Endspiel in der Relegation. Für TuS Dietkirchen und ihren Torjäger Maximilian Zuckriegel geht es um den Klassenerhalt. Für Bornheim um den Aufstieg in die Lotto-Hessen-Liga. Wer schnappt sich den letzten verbleibenden Platz? Dietkirchen hatte sich ja nur knapp gegen den FC Eder Bergland durchgesetzt. Nach 6 Minuten diese Ecke. Genau auf den Kopf von Nickmann. Colombo direkt gefordert. Bornheim hatte seine Finalteilnahme schon mit dem deutlichen Sieg im Halbfinal-Hinspiel klargemacht. Im Rückspiel gegen Bronzell reichte dann ein Unentschieden. Lettieri an den Pfosten. Ein munterer Auftakt in dieses Spiel, in dem der Tabellen-16. Der Lotto-Hessen-Liga in einer chancenarmen Partie die etwas besseren Gelegenheiten hat. Robin Dankhoff, das muss der Treffer sein. Gut gemacht von Colombo. Und wir springen dann auch schon in die zweite Halbzeit. Ben Schwarz aus der eigenen Defensive mit Tempo. Viel Platz für Kamara. Im Halbfinalrückspiel hatte er den Ausgleich erzielt. Circa eine Stunde gespielt, gleich nochmal Kamara. Hat das Auge für Joel Tewelde. Und der zieht einfach mal ab. Der Schuss unhaltbar abgefälscht von Yannick Schmidt. Der Bornheimer Jubel kennt keine Grenzen. Dietkirchen braucht mindestens den Ausgleichstreffer, um die Chance auf den Klassenerhalt noch zu wahren. Muss jetzt mehr ins Risiko gehen. Der Kopfball in die Arme von Colombo. Wir springen in die Nachspielzeit. Das Team von Steffen Moritz wirft jetzt alles nach vorne. Leukel über außen. Mit der Flanke. Na klar, wer sonst? Maximilian Zuckriegel mit dem Ausgleich kurz vor Schluss. Es geht in die Verlängerung. Beide Teams brauchen jetzt nochmal Kraft für mindestens 2x15 Minuten. In denen aber nicht mehr viel passiert. Dietkirchen hat noch ein paar Gelegenheiten, scheitern aber immer wieder am starken Colombo oder an der eigenen Chancenverwertung. Das heißt, die Lotterie-Elfmeterschießen entscheidet also über Klassenerhalt oder Aufstieg. Zuckriegel startet. Colombo hat die Hand oben. Der war nicht leicht zu halten. Pau Barbot kann Bornheim also in Führung bringen. Verlet Laux, Vorteil Bornheim. Mohamed Caseroni ist der nächste Schütze. Ausgleich, das 2:2. Nick Wehrheim ist der zweite Schütze für Bornheim. Über das Tor, nach 4 Elfmetern haben beide Teams einmal getroffen. Nils Bergs ist der dritte Schütze für das Moritz-Team. Er bringt Dietkirchen wieder in Führung. Kadri Jai will jetzt wieder den Ausgleich. Laux pariert und plötzlich liegt der Vorteil beim TuS. Kevin Kratz könnte jetzt schon einen großen Schritt machen. Aber auch er verschießt. Bei beiden Teams liegen die Nerven blank. Rosenkötter ist der nächste Schütze. Ausgleich schickt Laux in die falsche Ecke. Und Raphael Laux, der schießt den 5. Elfmeter für Dietkirchen jetzt gleich selbst. Colombo hat die Ecke. Zu gut geschossen vom Torhüter, der jetzt wieder auf der Linie gefordert ist. Gegen Ben Schwarz, der hatte ja im Halbfinale per Fallrückzieher getroffen. Laux macht sich hier zum Helden, hält den Elfmeter und der TuS spielt auch im nächsten Jahr in der Lotto-Hessen-Liga. Herzlichen Glückwunsch an Dietkirchen, aber auch an Bornheim für eine klasse Saison. Eigentlich habe ich noch gar keine Worte. Ja, wir hatten in der ersten Halbzeit hatten wir die besseren Tormöglichkeiten, haben davon leider keinen reingemacht. Sind dann durch einen abgefälschten Ball in Rückstand geraten irgendwann. Haben uns aber nicht aufgegeben, haben ja, bis zum Ende dran geglaubt und haben dann in der 3, 4 oder 95. Minute dann einen Ausgleich gemacht, waren in der Verlängerung dann natürlich vom Kopf her auch im Vorteil irgendwo.
waren die bessere Mannschaft in der Verlängerung. Und ja, im Elfmeterschießen war dann einfach, waren wir einfach der Glücklichere. Ja, Kompliment an Bornheim, die super gekämpft haben, uns richtig Paroli geboten haben. Und am Ende hat dann heute der Glücklichere gewonnen. Aber ein riesen Dank und ein riesen Lob an meine Truppe, die in der ganzen Runde eine überragende Moral an den Tag gelegt hat. Und wir haben immer dran geglaubt. Und heute sind wir dann endlich belohnt worden. Nach 45 Spielen mit Pokal, mit Relegation, nach über 45 Spielen. Also Hut ab von meiner Mannschaft. Das war überragend. Das wird ordentlich gefeiert, auch bei Maximilian Zugriegel. Der weiß, bei wem er sich am Ende bedanken darf. Natürlich eine große Enttäuschung, aber ich wusste, dass ich mit meinem guten Freund Rafa Lauchs eine Maschine im Tor habe und ich mich auf den zu 100% verlassen kann. Und ich wusste relativ genau, dass er das Ding für mich wieder ausbügelt. Und die Jungs, die haben es so stark gemacht und haben sich jetzt dann hinten nochmal so reingehauen, der eine oder andere über 120 Minuten. Wirklich dann schon eigentlich, hätte ich ihn schon rauswechseln müssen, weil er Krämpfe gekriegt hat, Bela Schuster zum Beispiel. Aber der sich dann auch durchgebissen hat und wir dann ja auch noch die eine oder andere Gelegenheit uns trotzdem erspielt haben. Aber jetzt, es tut einfach brutal weh. Elfmeterschießen ist dann einfach eine Glückslotterie. Und ja, wir müssen es ja verarbeiten. Wir waren jetzt so nah dran und haben so viel dafür getan. Das ist natürlich einfach unheimlich ja, ernüchternd jetzt auch irgendwie. Deswegen fällt mir jetzt gerade auch schwer, so die richtigen Worte zu wählen. Also das ist dann einfach bitter, aber das gehört zum Fußball dazu. Wir haben jetzt heute, in dem Sinn liegen wir jetzt ein bisschen am Boden, müssen uns jetzt die nächsten Tage aufrichten. Wir haben jetzt eine kurze Pause nur. Und ja, dann muss man die Energie wieder entwickeln, um wieder neu anzugreifen.